Hallo und willkommen zu Jusson mit eurer Eule. Wir haben die Spitze des Turms erreicht und das Wasser gefunden. Warum auch immer der Turm das hier oben sammelt. Aber das erklärt auch die Gebetsmühlen, die immer das Wasser an die Decke projiziert haben. Das ist eine neue Erfahrung. Wir müssen nach unten. Lock, geht's dir gut? Oh. Lock, ich passe auf dich auf, versprochen. Hier oben sollte nie jemand hingekommen sein. Ich glaube nicht, dass wir hier was finden können. Lock ist zu erschöpft, um uns Sachen anzuzeigen. Und zu erspüren. Wow. Wir könnten unsere Schneebrille auch gebrauchen. Na gut, wir haben es eilig. Wir wollen nicht lange hier bleiben. Da sind Ballasts drauf, die nach oben fliegen zum Wasser. Haben die Ballasts etwa das Wasser von oben nach unten getragen? Was hat alles hier zum Stillstand gebracht? Haben die Leute irgendwas vergessen? Wir können erstmal reingucken, aber ich fürchte, wir werden hochklettern müssen. Wow. Aber hier kommen wir nicht weiter, die Treppe ist eingestürzt. Dann also außen. Ich glaube, hier ist ein guter Punkt. So, Blob. Kuschel dich gut ein. Wir haben es bald geschafft. Ich mache das Klettern. Daran kann man sich nicht festhalten. Also, einmal ausruhen und... Ah! Da kommt man auch nicht weiter. Was vielleicht? Ich will ein bisschen schwingen. Das wird gar nicht so einfach hier zu navigieren. Nein? Unten? Durch die Perspektive ist das manchmal nicht so einfach.
Hervorragend. Was soll ich das denn machen? Dann muss ich das wohl so machen. Mal ausruhen. Und hier kann ich mich jetzt aber erst ankern. Ha! Bitte fall nicht runter. Ah, jetzt bin ich auf der Brücke oben. Da komme ich nicht weit. Und das hier ist zumindest hilfreich. Ich hoffe, das hier ist auch der richtige Weg. Nicht so richtig. Andere Seite wäre besser gewesen. Ich hoffe zumindest, dass es primär unser Ziel ist, hier hochzukommen und nicht die alle zu erleuchten. Andererseits machen wir das auch schon ganz gut. Da ist die nächste Öffnung. Und noch ein weiter hoch. Könnte rüberschwingen. Bis jetzt das Seil nur direkt nach oben, weil ich noch nicht so viel gemacht habe. Also weil ich immer schön keine Haken gesetzt habe. Ups. Mehr Länge. Und schwingen. Die Stille ist auch seltsam. Müssen wir hier wieder rüberspringen? Ach. Einmal Arme ausruhen. Ach, weil das Seil wäre jetzt zu kurz. Das wäre problematisch. Das Seil sollte nicht zu kurz sein. Haken wir uns einmal hier ein. So. Und das war schon alles, was ich wollte. Wir haben uns durch die Wand eingehakt. Okay. Ja. Da kommen wir nicht rüber, da kommen wir auch nicht lang. Dann klettern wir hier wohl weiter. Einmal raus. Und ab nach oben. Nee, das ist definitiv nicht der richtige Weg.
Dann ist wohl das hier der richtige Weg. Auch noch ein bisschen was zu tun hier. Ich hatte schon Sorge, dass wir hier nach 5 Minuten fertig sind. Aber das war völlig unbegründet. Und ein weiterer Ballast. Klopp, halt durch, wir haben es bald geschafft. Ich glaube, hier lohnt es sich, einen reinzusetzen. Ach, geschafft. Mal die Arme ausruhen nach dem vielen Gespringen. Jetzt müsste ich hier rüber schwingen, damit ich da auf die andere Seite kann. Noch ein Stück. Und. Ha! Und hoch. Ah, da sind wir hergekommen. Oder? Ja. Was für ein Weg. Wir retten dich. Oh, hier liegen mehrere. Das ist auch ein Ballast. Und das da ist auch einer. Und der da hinten. Sind die alle eingefroren? Aber warum? Irgendwas ist hier auf jeden Fall ganz gewaltig schief gelaufen. Das ist nicht der richtige Weg. Bald haben wir es geschafft. Das letzte Stück. Ein Gyroskop? Das außer Betrieb ist. Muss der Turm sich... Dreht der Turm? Muss der Turm drehen, damit er funktioniert? Damit nicht eine Seite voller Sonne ist? Das ist das letzte Horn. Dann schauen wir doch mal, ob das was bringt. Vielleicht können wir damit alles retten. Oder zumindest was Neues schaffen. Flop. Wir haben es soweit geschafft. Komm schon. Du kannst das. Nein.
Wir sind so kurz vorm Ziel. Alleine schaffe ich das nicht. Wir tauen auf. Ballast sind frei. Lob, dir geht's besser. Du musst jetzt gehen, oder? Ist schon okay. Hat Spaß gemacht. Ich hab dich auch lieb, Lob. Geh schon zu den anderen. Regen. Der Regen ist zurück. Wir haben es geschafft. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was verursacht hat, dass der Regen aufgehört hat. Offenbar war der Turm ausgeschaltet oder musste regelmäßig wieder betrieben werden. Und das mit Kraft der Ballast und der Hörner. Und irgendwo ist das verloren gegangen. Und irgendwo ist auch das Wissen über die Ballast verloren gegangen, weshalb niemand mehr den Regen rufen konnte. Musste der Regen gerufen werden? Irgendwie schon. Das war auf jeden Fall sehr faszinierend. Auch sehr spannend. Ich meine, dafür, dass man prinzipiell die ganze Zeit Felswände und Leitern hochgeklettert ist, sah doch jedes Gebiet anders aus. Und
jedes Gebiet hatte seine eigene Geschichte und seine eigenen Probleme. Und man hat den Untergang der Bewohner der Türme, des Turms, langsam und rückwärts verfolgt. Von der absoluten Verzweiflung immer weiter zu der Sorglosigkeit, als die Probleme angefangen haben. Aber irgendwo scheint es noch Leute zu geben. Wahrscheinlich auf den Ebenen. Oh, ich hoffe, die bauen sich Boote. Weil wenn das Meer zurückkommt, könnten sie alle nasse Füße kriegen. Andererseits freuen sie sich vielleicht über Regen. Immerhin kennen sie den nur aus den Erzählungen der Älteren, die den auch nur aus Erzählungen ihrer Großeltern kennen. Weil der Turm ist ja schon lange verlassen und die letzte Expedition, die dort war, Bianca hatte Zeit, alt zu werden und ihr Leben dort zu verbringen. Aber insgesamt ein sehr schönes Spiel. Manchmal hatte ich eine leichte Meinungsverschiedenheit mit der Springmechanik, aber ansonsten fühlte sich auch das Klettern sehr dynamisch und angenehm an. Ich kann nur sagen, wenn es euch gefallen hat, probiert es gerne aus. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, das durchaus Spaß macht, selbst wenn man die Geschichte schon gesehen hat, nochmal selber durchzuklettern. Außerdem habe ich, glaube ich, einiges an Nachrichten und Wandbildern verpasst. Aber dafür ist das ja da, damit man sich das im Nachhinein selber nochmal angucken kann. Der Link dazu ist wie immer unten in den Kommentaren, also in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Und bedanke mich hiermit fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Spiel, das hier drauf folgen wird. Aber was das ist, werden wir dann sehen. Jetzt erstmal auf Wiedersehen.